Jesus. Alter, mich hat sich gerade ein Galagladi angeschlichen. Ich habe nur diesen Charge-Sound gehört, dreh mich um, das Ding bumst mich einfach aus dem Leben. Das war gerade ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Es bumst mich einfach aus dem Leben, wunderbar. Ja, liebe Leute im Chat, ich habe auch schon mein erstes Shiny gefangen. So ziemlich am Anfang des Streams sogar. Ein Shiny Kill, ja, das zweite. Hat mich sehr gefreut. Shiny-ratenmäßig bin ich also im Vorteil, oder besser gesagt, liege vorne im Vergleich zu Ryo. Bin ich beide nur eins? Oder, ah, nee, Quatsch, 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 Quatsch. Stimmt, du hast ja auch eins gefangen. Ein Shiny Lilminip war das ja. Wir sind Lilminip vor die Wir haben Flinte gekommen. Gleichstand, wir haben Gleichstand, genau. Wenn jetzt bei dem entwickelten Schwarm gleich hier irgendwie ein Shiny Gardevoir oder so rumkäme, wäre das mega geil. Boah, das wäre krass. Ah, ne, es sind Galagladis und eins hat mich gesehen und will mir ans Leder. Finde ich nicht so hübsch. Ah, zwei haben mich gesehen. Nein, 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 lassen Sie das mal bleiben. Jetzt hat er einfach meinen Wurf abgebrochen, der Arsch. Was fällt dir ein? Das kannst du doch nicht machen. Ich spuck bald dich aus dem Leben, du Ferkel. Ich spuck dich aus dem Leben. Als ich die Attacke Spukball das erste Mal gehört habe, also den Namen, habe ich echt gedacht, dass ein Pokémon irgendwie so ein Ball aus Rotze auf den Gegner raufspuckt. Auch, weil ich habe nicht Spuk, sondern Spuckball gelesen. Da wäre so, boah, ist ja disgusting. Wer würde denn sowas einsetzen? Weil ich meine, im Anime wurde es tatsächlich so betont, Spuckball. Und ich Ja. dachte mir, ey, what? Okay, alles klar. Fuck, jetzt haben mich alle gesehen, oder? Ah, shit, here we go again. Oh Loot, mach sie shit, kaputt. here we go again. Da sind einfach drei Seto Kaibas hinter mir her. Ich muss mir mal wieder was zu trinken holen, mein Glas ist leer. Schon ewig. Schon ewig in 3 Tage. Dachte, dein Glas ist immer halb voll und nicht halb leer. Ja, stimmt, ich darf es nicht immer so negativ sehen. Jetzt erfahre ich, dass dein Glas ganz leer ist. Ich bin entsetzt. Ich sehe gerade, was Prinzessin. Luna wurde ein Timeout geschickt? What? Wollte Disney Was irgendwas posten? Was sie nicht ist durfte? passiert, Luna? Hä? Wieso ist Luna in den Timeout geschickt worden? Sie wurde das Recht der Schatten verbannt. Alter. Ja, ich weiß warum. Ich glaube, Luna hat zu viele Emotes in Anführungszeichen gespammt und ich habe es immer noch nicht geändert mit den Emotes, dass ich die Anzahl mal erhöhen wollte. Ich sag's in jedem Stream, immer wenn einer zu viele Emotes posten will, sage ich jedes Mal, ja, das ändere ich noch, das ändere ich noch. Nö, ich halte mich an meine eigenen Versprechen nicht. Hey, also, wenn Sie ein paar neue Emotes haben wollen, schauen Sie doch rüber zu Rühr halt die Schnauze! Ey, twitch.tv/rnglaser. hallo, der macht hier in meinem Stream Werbung für seinen Kanal, ey, was ist da los? Hallo? Sorry, not sorry. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Kle du kleine Sackfalte, du, ey. Sackfalte nennt er mich. Frech. Ah, das ist schön. Oh boy. Rio, ich mag dich. Ich Nicht mag dich immer, auch. nicht immer, aber die meiste Zeit. Oh, komm schon, Spiel. Jetzt gib mir ein Shiny Schnäppke. Das wäre jetzt echt toll. Da würde ich mich Lol. freuen. Ey, du sagst gerade, gib mir Shiny Schnäppke. Jetzt sehe ich auf die Karte. Ja, hier habe ich die Karte. Hust, hust. Und es wird mir Hier habe hier ich ein die Karte. Schnäppke-Schwarm angezeigt. Ich könnte aus Spaß ja mal hinfliegen. Wer weiß, vielleicht ist da ein Shiny. Sieht nicht gut aus für mich. Ich habe wieder alle Schnäppkes abgestaubt, aber war nichts dabei. Das will er heute irgendwie nicht, so wie ich will. Ja, die gemeldeten Pokémon sind verschwunden. Deine Mutter ist verschwunden. Weißt du was? Wir gucken noch aus Jux bei dem Pachirisu vorbei. Einfach mal was können. Vielleicht ist da ja noch ein Shiny Pachirisu dabei. Was ist auch immer das in der kalten Eisregion zu suchen hat. Jedes Mal, wenn ich hier mit Washaquill hier rumfliege und nach links gucke, wenn da steht hier X- oder Y-Knopf, Sinkflug, le lese ich immer Stinkflug. Stinkflug? Das Wasserquell. Geh in den Stinkflug über. Okay.
Oh boy. Ey, ich bin schon wieder der falschen Flagge gefolgt. Whoopsie. Ah, der Schnee ist schon aufgehört. Okay, schade. Ich dachte, ich krieg noch den ganzen Schwarm abgefangen, aber... Jetzt hat das auch keinen Sinn mehr. Das Kind ist schon in den Kessel gefallen. Ja, jetzt hört das jetzt auch scheißen. Abmarsch. Was, meine Mutter ist verschwunden? Nicht schon wieder? Tut mir leid, Frank, dass du es von mir erfahren musstest. Ich hab schon wieder Alpha Pacheriso gefangen, what the fuck? Ich muss mir ein paar Bälle nachkaufen. Okay, die rasten jetzt schon wieder alle aus, habe ich keinen Bock mehr drauf. Verständlich. Denken die sich aber wahrscheinlich auch mal, wenn wir vorbeikommen, so, oh Gott, schon wieder der Typ, der am Ausrasten ist, da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. Immer dieser komische Typ, der hier mit Bällen nach uns wirft. Hört ihr meine Versuche, uns zu fangen? Tante Elfriede, bist du das? Ich liebe es, ehrlich gesagt, unironisch, wie das, was ich sage, mit dem zusammenpasst, was meine Freundin zu ihrer Freundin im Hintergrund sagt. Ich habe gerade gesagt, Tante Elfriede, bist du das? Und sie, das ist eine gute Frage. Das ist jetzt schon das dritte Mal heute, dass ich irgendwas sage und du was drauf antwortest, das halt passt. Das ist einfach herrlich. Da merkt man doch, wie gut ihr euch versteht. Wir verstehen uns, ohne miteinander zu reden. Voll wahr, vor lauter Lachen. Ich muss aber eine Strickjacke ausziehen. Ach, ein Ausbruch im roten Sumpfland. Wunderschön. Gehen wir doch gleich mal hin. Und heulen, weil wir kein Krypok finden. Ein Ausbruch im weißen Frostland. So Riolu, 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 come on. So, mal ein Fax zu füttern und ab die Post, meine Freunde. Was haben wir denn hier? Am Fax auch. Oh, ein Krypok-Ausbruch. Let's go. Ich hab gehört, shiny. Oh, da sind so gute Ausbrüche dabei. Da ist ein Bärenausbruch für Chelkereien. Ich glaube, das schnappe ich mir zuerst, weil das ist direkt ums Eck. Boah, so ein Shiny Krypok wäre jetzt einfach das Nonplusultra. Ich habe jetzt zwei Zwotronen-Ausbrüche und einen Ottero-Ausbruch. Die wollen es wissen. Die wollen es wirklich wissen. Hallo, ihr Süßis. Na? Das zuerst. Hüa! Treffer. Jawohl. Und noch ein. Das hat nicht so doll funktioniert, wie ich es mir gehofft habe. Jetzt. Traumagil, das war jetzt eine ganz dumme Idee, weißt du das? Traumagil, so. Ach, du willst, dass ich die Pokémon angreife? Nee, Bruder. Ich mache jetzt erst einmal diesen wunderschönen Laubhaufen da kaputt. Ja, weil die anderen vier so, ach, du ignorierst ihn, dann hauen wir jetzt aufs Maul. Hör auf, mich zu ignorieren. Holzhammer ist literally ein riesengroßer Hammer aus Holz. Ja. Feier ich irgendwie. Der Name ist Programm. Der Name ist Programm, ja. Das stimmt wohl. Dann haben Wettereffekte überhaupt einen Einfluss auf die Stärke von Angriffen? Ich hab das Gefühl, mein Flammenwurf bockt es einen feuchten Frust, dass es regnet. Check, krieg ich auch mit Bürde kaputt, spare ich mir ein paar AP für Flammenwurf. Nice. So, kann ich jetzt wieder in die Offensive übergehen, ohne dass sie mich sehen? Ne, irgendwas hat mich noch entdeckt. Ah, das Chelterra hat es noch auf mir abgesehen. Danach dürfte sich die Lage wieder ein bisschen entspannen. Chelterra! Flammenwurf! So, Chelterra eradikifiziert. Wäre auch toll, wenn er mal zwischendrin mal wieder ein Shiny aufploppt. Zur Überraschung. Ja, das denke ich mir auch. Wupp. Dunk. Swoop. Glöpp, der war zu hoch. Mein verpatzter Wurf hat dafür gesorgt, dass das Chelkerein sich nach dem Geräusch umdreht.
ist auch schön, wenn sowas passiert. Okay, also wenn ihr euch schon nicht fangen lässt, dann lasst euch wenigstens kaputt machen, ja? Ihr Stinker. Würde. Ja, Mist, ich habe mich beim Apfelschneiden selbst... Sag mal, Falk, was machst du eigentlich? Dir kann man kein Messer in die Hand geben. Sehr furchtbar. Es gibt halt Leute, die haben so ein Talent dafür. Vielleicht hast du zwei linke Hände oder drei? Gut, dann schießen wir das halt auch noch um. Und ich sag mal, Bären verdienen. So, und dann der große, spannende Augenblick. Finden wir unter diesem Krüppuck ein Shiny? Das wäre natürlich mega geil. Sind wir mal ehrlich, das wird nie passieren. Ist ein Arsch. Lass mir doch meine Träume und Hoffnungen. Ja, ist das so schön. Leb deinen Traum. Nein, ich fange jetzt nicht so an. Sehr schön. So, Krüppuck. Okay, unter den ersten vier ist nix. Das ist sehr schade. Das finde ich traurig. Krüppuck lässt sich halt leider auch nicht so wirklich gut überlegen, wie man das angreifen soll zum Werfen. Finde ich jetzt persönlich. Ist ein bisschen unhandlich. Du findest Krüppuck ein bisschen unhandlich? Bisschen. Das Ding ist ja auch ein Geist. Das ist unwillkürlich komisch. Okay, weißt du was? Wir fangen keine Krüppuck, wir töten sie einfach. Willst du die töten? Das sind Geister, die sind doch schon tot. Ich frage mich sowieso, warum gibt es Geist-Pokémon? Warum sind die nicht unbesiegbar? Falk, magnetische Finger, das würde ich mir mal untersuchen lassen. Ich habe Wurstfinger, aber der Arzt kann mir da leider auch nicht weiterhelfen. Musst du vielleicht mal zum Metzger gehen? Alter. Ich sollte einfach aufhören. Du solltest Stand-up-Comedy betreiben. Oh Gott, bitte nicht. Im Sitzen am besten. Was glaubst du, was ich gerade mache? Stand-up-Comedian im Sitzen. Ich lach mich tot, ich werde schon zu einem Geist. Richtig Schwamm. Stumpfen Humor. Volltreffer! Ich glaube, ich gehe mir mal noch schnell was zu trinken. Ich bin jetzt einfach mal so frech. Ja, do it. Do it. Schieß mal die Krüppuck halt über den Haufen, ist auch okay. Wie sieht mich das auf die Ferne? So laut bin ich dann auch wieder nicht. Aber es sieht nicht gut aus. Nee, es sind nur noch drei übrig, da spawnt nichts mehr. Schade. Dem Batch war nichts dabei. Ach, das wäre so schön gewesen. Die Freude wäre groß gewesen. Ich habe gehört, deine Shiny-Jagd hier bei Krüppuck war nicht von Erfolg gekrönt. Nee, es sind noch zwei übrig und... kein Zeichen mehr, dass noch irgendwas nachspawnt. Also, ich muss davon ausgehen, dass ich leer ausgehe. Das ist schlecht. Aber Voluna, kannst du auch bitte angreifen, worauf wir jetzt abgesehen haben und nicht Bären pflücken? Ich glaube, du spinnst. So denke ich mir auch manchmal. Weißt du, du als Trainer bist gerade voll in Gefahr, stehst unter Beschuss von vielen Pokémon. Willst dein Pokémon rufen und was macht dein Pokémon? Ja, ich sammle mal ein Item ein oder schlag mal gegen den Baum. Mein Trainer stirbt gerade. Ach, was soll's. Ist schon. Der hält das aus. Der hält das aus, ja. Ich meine, der hat immerhin Götter gefangen. Da wird auch sowas aushalten. Schon irgendwo was dran. Ist das Dolfo nicht eigentlich die beste Wahl gegen Krüppuck? Also mein Schlappohr, weil ich meine, das ist Normaltyp. Kann Elektroattacken. Kann mich zumindest gegen die Dinger zur Wehr setzen. Kann das auch Feenattacken? Es kann Knuddler. Dann wäre das eine gute Wahl. Dann knall ich doch mal in Krafttechnik Knuddler rein und schieß das Ding aus dem Leben. Jupp, das war ein One-Shot. Definitiv. Ich habe hier einen Ausbruch von Pikachu. Ich
Shiny Pikachu habe ich auch noch keins gefunden. Boah, ich hab schon so viele Pichus und Pikachus umgekloppt und gefangen. Keins davon war Shiny. Wäre schon cool, mal das Maskottchen von Pokémon als Shiny zu haben. Früher oder später muss das ja mal passieren. So, wo sind denn die Kramoks? Da, hallo. Ich wollte eigentlich nicht so tief fallen, aber gut. Nee. Arschwiech, du kannst mir nicht gesehen haben. Ich bin viel zu weit weg. Pikachu ist aber auch so ein Kackmon, was einfach nur so richtig scheiße zu fangen ist. Wird halt auch sofort aggressiv. Okay, also was habt ihr eigentlich gegen mich, dass ihr mich jetzt alle gleichzeitig angreifen müsst? Ey, ich hab nur einen Ball geworfen und schon rastet das nächste aus. Das ist wie mit Riolo. Sobald ich spawn, wenn eins aggressiv ist, sind alle aggressiv. Da ist Pichu echt angenehmer. Ja. Die laufen wenigstens nur weg. Du kannst ihnen hinterherlaufen. Gott sei Dank ist mein Glastiola mittlerweile so tanky mit Level 97. Das kann sich da ganz gut gegenstellen. Schieß die Kramurks ab. Schieß die Kramurks ab. Hat das mich gerade... Ich wollte gerade sagen, das war doch ein Crit. Der kann mir nicht erzählen, dass normaler Treffer so viel abzieht. Stirb, Kramurks. Na, das nächste ist jetzt bitte rosa. Nee. Alle schwarze Strafe. Was? Wie habe ich den nicht getroffen? Dem du daneben geworfen hast. Das wäre mir gar nicht so in den Sinn gekommen. Aue! Mach das mal nicht. Habe ich jetzt wieder alle vier auf einmal? Ne, einer gegen drei. Okay, Eisstrahl. Schieß mal vom Feld. Das ist eigentlich krass, was für eine lange Reichweite Eisstrahl hat, wenn man sich das anguckt, wie weit der Move abgeschossen wird. Triffst eigentlich alles, was so in einer geraden Linie steht. Einfach instant einfrieren. Wenn es Multi-Hit-Moves gäbe, wie Erdbeben, also dass sie mehrere Ziele treffen, wären die, glaube ich, gerade fürs Shiny-Jagen sehr beliebt. Boah, das wäre so geil, ey. Das gehen alles würde. Auf einmal wegschießen. Wir wenigstens noch einen Shiny finden, dann bin ich glücklich. Nachdem wir heute ja so eine tolle Ausbeute hatten. Ja. Sag, irgendwo lebt da noch ein Kramox. Ich habe noch nicht alle getötet. Warte mal, nach dem Kramox-Ausbruch entwickelt der sich. Ich sollte nicht all meine Eisstrahle verbrauchen. Ich habe nicht mehr so viele. Aber eine Power-Up-Aquavelle. Im Normalfall, im Bedarfsfall kann ich auch einfach abhauen, wenn es mir zu knapp wird. Wow, ich werfe einfach zwei Hyperbälle direkt hintereinander daneben. Alter Kramchefs, ganz rote Alpha-Kramchefs. Leck mich am Arsch. Leck mich doch an der Bobbes. Die sehen bedrohlich aus. Yay, ich hab einen Kramchef gefangen. Fuck, das hab ich gesehen. Das ist unpraktisch. Das ist jetzt unpraktisch. Ich habe alle vier Alpha-Kramm-Chef, die es auf mich abgesehen haben, vor meiner Flinte. Wow. Das ist jetzt nicht gut. Die killen jetzt gleich mein armes Glaciola. Ich habe einen Vogel krieg vom Himmel geschossen. Ich weiß, dass du schon öfters mal den Vogel abschießt. Aber das ist übertrieben. Okay, Brave Bird sieht schon ziemlich nice aus in der Gen. Okay, wie viele Pokémon habe ich noch übrig? Ich habe noch Chewing Gum, ich habe Astolfo, ich glaube, mit denen kriege ich das schon irgendwie hin. Wenn ich der Renke schmiedet sich, wird mir gleich tierisch auf die Fresse hauen. Nein, ich kriege gleich eins aufs Maul. Tempotechnik Sturzflug. Warum? Alter, Tempotechnik Sturzflug, Alter, wenn da so ein Vieh mit so einem Karacho auf dich zugeflogen kommt. Darf ich dann auch mal wieder angreifen oder werde ich jetzt in einer.
ich durfte nicht angreifen. Ich hatte 3 Runden lang nacheinander jetzt nichts machen dürfen. Okay, dann muss jetzt Traunmagier. Darf ich jetzt mal wieder ey, das Ding hat halt auch noch Finsteraura, leck mich doch. So, was macht mehr Schaden? Donnerblitz oder Juwelenkraft? Ich glaube fast Donnerblitz ist klüger. Hauptsache, wir dünnen ihre Reihen aus. Nein, es lebt noch! Hauptsache, du vernichtest sie alle. Kill them all, I mean, gotta catch them all. Ich glaube, da schieße ich mit einem Power-Donnerblitz nieder. Wenn das andere nochmal Brave Birdet, killt es sich selber. Huch! Gotta catch them all, gotta catch them all. Shiny Dino, no pack luck. Danke für den Follow. Thanks for the follow. No. Traunmagier ist tot. Wir gehen die Pokémon aus. Unpraktisch. Ein weiterer Riolo-Schwarm am Strand. Genauer gesagt auf der Vulkaninsel. Jetzt wünsche ich, ich hätte mir Donnerschlag aufgewertet. Ich glaube, dann schieße ich erstmal das Schwächere aus dem Leben, vorsichtshalber. Schlechte, sicherer und dann nehme ich mir den letzten vor, der übrig ist. Das ist der geringte Schmiede. Keine Wunder, dass. Alter, ist das Ding stark. Ich glaube, ich mache mal einen Power-Up-Ableithieb, um mir ein bisschen Leben zurückzustehlen. Okay, fast wieder voll. Scheiße, ich habe nur noch. Alter. Ich habe nur noch 7 Hyperbälle. Ich habe vergessen, mir Hyperbälle zu kaufen. Also nochmal zurück zur Base. War da jemand nicht shoppen? Ich muss erstmal shoppen gehen. Nur ein Kramschiff ist nachgespawnt. Schade. Dieses Kramschiff hin. Jawohl, getroffen. Bin jetzt bei Shiny Dino jetzt nicht sicher, ob wir. Ob das jetzt Englisch ist oder Deutsch, ist immer ein bisschen schwierig. Aber Shiny Dino No Packler klingt so ein bisschen nach jemandem, der Sammelkarten öffnet. Ich möchte auch gerne mal wieder so ein richtig fettes Display öffnen, egal ob es jetzt Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon ist. Ja, I know the feel. Ich habe mal bei uns im Kartenladen geguckt, Pokémon-Display so ein ganzes, glaube ich, irgendwie 80 Euro oder so. Ja, die sind echt unglaublich teuer. Du möchtest eine Lord Pappleton-Impression haben? Kein Problem. Do it, my student. Really heap. Do it. Hey, Kramschiff hat gerade einfach Doppel-K.O. erzielt, meinetwegen. Gibt's dir denn noch irgendwas, was ich haben möchte? Ich finde auch so ein Satz von dem Imperator aus Star Wars, wohlgemerkt im Deutschen, auch so ein Satz, der gut passt, wäre: Vernichtet sie. Bis auf den letzten. Kill every last one of them. Krieg ich wieder Dimitri-Vibes. Just do it! Okay, hier sind 4 und Scorer. Aber uninteressant. Pachirisu. Der Gedanke war falsch. Ich habe nur 3 Packs von Pokémon-Karten hier in meinem Leben bis jetzt geöffnet. Naja, der Name Shiny Dino, No Pack Luck, impliziert für mich halt, dass du Pokémon-Karten sammelst und vielleicht eine schillernde. Oh Gott, wie heißt das Ding noch? Kapuno. Eine Kapuno-Karte haben wolltest. Kapuno, dieser Unlichtdrache? Ja. Ich habe im Pokémon Go einen gefangen, das war auch sehr cool. Jetzt hätte ich aber lieber Shiny Wuffles. Ich weiß noch, wie ich so aus einem Raid in Pokémon Schwert und Schild einfach mal so einen Shiny Wolverock gefangen habe. Wolverock ist toll. Ich glaube, da war ich mit Keanu und ich glaube noch 1 oder 2 weiteren in einem Raid, auch im Gespräch hier auf Discord. Schau so die Pokémon nach, die wir gefangen haben, auf einmal sehe ich da, cool. Ich habe einen Shiny Wolverock gefangen und alle erstmal so, was? Ich hatte die Dynamax Adventures, habe ich ja auch viel mit Ellie zusammengespielt. Und die hat einfach einen Shiny Latias aus den Raids bekommen.
Bei mir war das mal, das war auch so witzig. Ich glaube, da habe ich aber nur mit Keanu mal einen Raid gemacht. Da haben wir einen Rayquaza-Raid gemacht. Und als der Raid gestartet ist, also der Kampf gegen Rayquaza, habe ich auch Spaß gesagt, wäre jetzt schon cool, wenn das jetzt ein Shiny bei mir wäre. Und Keanu so, Alter, wenn das passiert, dann hasse ich dich. Und was war's? Was war das Ende vom Lied? Es war tatsächlich ein Shiny Rayquaza. Oh no. Alter, hat mich Keanu gehasst in dem Moment. Glaube ich gerne. Ich habe Shiny Kapuno und Schwert und Schild. Shiny Kapuno ist, würde ich jetzt nicht sagen, eins meiner Lieblings-Shinies. Ich finde das Grün nicht so schön wie Schwarz-Blau. Aber es ist immer ganz cool, mal ein Shiny zu kriegen, das halt auch verhältnismäßig selten ist. Verhältnismäßig selten ist auch dieses Riolu hier ein Shiny. Meine Fresse. Weißt du, du findest kein normales und ich habe ein Shiny einfach Riolu. Das ist so doof. Vor allem kurz davor hatten wir noch dieses Thema mit, ja, ich hätte gern Shiny Riolu, bla bla bla, und dann postest du dieses Scheißbild. Wie man Smashies Hass auf sich zieht in 3 Sekunden. Aber ich merke schon, dass hier wird auch wieder kein Shiny hier in der Gruppe. Dang it! Bei mir will es irgendwie auch gerade nicht. Ach, voller Tiebreaker. Mann, dieser Eistee schmeckt zu lecker, der trinkt sich so schnell. Boah, ich habe ewig keinen Eistee mehr getrunken. Ja, uns heute so notgedrungen, weil unser Supermarkt in der Nähe momentan renoviert wird, haben wir uns im Getränkemarkt was geholt und da gibt es diesen schönen, leckeren Eistee-Pfirsichgeschmack von Brunnthaler und oh, der ist richtig gut. Ich habe in Arceus eine ganze Box voll Shinies und eins davon ist Riolu. Ja, du bist auch so ein Shiny-Jäger wie wir. Ich habe auch eine. Ich hab jetzt schon eine zweite Box angefangen für Shinies. Ich habe eine Box voll Shinies und rat mal, was da drin ist. Mano, wieder 4 Schnäppke, aber kein Shiny. Wozu habe ich den Eintrag eigentlich vervollständigt, ihr Erschis? Was soll denn das? Ihr Erschis, wie er es noch verniedlichen wollte. Ich muss mal wegzulaufen. Ich habe jetzt mal meine Mario-Mütze abgesetzt, weil es wird doch langsam warm da unten drunter. Glaube ich gern. Ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck und rat mal, was da drin ist. Was da drin ist. Dieses scheiß Lied, ey. Das ist so furchtbar. Wobei, es ist ja noch nicht mal wirklich ein Lied, es ist einfach nur so ein Video, was so zusammengeschnitten wurde. Ein Remix draus gemacht. Ja. Sag mal, ich werde doch jetzt einen scheiß Schnäppke kriegen mit einem perfekten Eintrag. Auch schon eine zweite Shiny Box gestartet. Mensch, Steino. Da wird nix anbrennen gelassen. Sind wir mal ehrlich, hier in Legends Arceus kriegst du die Shinies mehr oder weniger hinterhergeworfen. Bist du dir sicher? Ich hab nicht das Gefühl, dass wir die hinterhergeworfen kriegen. Ey, ich hab ne ganze Box voll Shinies, die ich alle hier in Legends Arceus gefangen habe. Ich hatte vorher noch kein anderes Pokémon-Spiel, wo ich so viele Shinies gekriegt habe. Noch nicht mal beim Züchten. Nacke huntet mich auch. Hab 3 von denen und eins ist Alpha. Ich habe schon einen ganzen Sack voll Schnäppkes eingetütet, weil ich halt gerne ein schillerndes haben möchte. Vorzugsweise ein weibliches, weil... Ich habe einen Evoli-Ausbruch. Du Stinker, hat er einmal Evoli-Ausbruch. Ich glaub's ja nicht. Meine Shiny-Kollektion ist gerade eine volle Box. Mit Shinux, Evoli, Aquana, Nachtara, Starrelili, Galoppa, 2 Ponita, Traunfugil, Papinella, Carpador, Luminion... Plaudergei, Schalelos, Igelava, Sneebel, noch ein Plaudergei. Warum ist das nicht richtig sortiert? So. Galagladi, Rex Bleezer, Xbat, Driftlon, Valreiser, Seemops, Schnäbedeck, Pachirisu, Alpha Riolu, Zipurze, Schlurp und Lilmenip, was sich heute dazu gesellt hat. Also ganz fleißig gewesen. Ja. Ui, Ebulis. Erst mich ins Dorf, alter Mann. Aussieht, ist da gerade kein Shiny dabei, aber das kann ja noch auftauchen. Was mich so frustriert hat, es kam ein Shiny Evoli und direkt nach dem Shiny Evoli kam ein Alpha Evoli, so fick dich Spiel. Warum konntest du nicht beide auf einmal zusammentun? Das ist nicht okay.
Wow, ich habe einen Alpha Evoli vor mir. Wir haben es verschrien. Man kann ja mal wieder Massenausbrüche im Areal haben, wo es mich interessiert. Das denke ich mir auch. Schön, wenn ich gelegentlich mal einen Eboli-Massenausbruch finde, da freue ich mich natürlich. Aber ehrlich gesagt würde ich mich freuen, wenn ich dann mehr Sumpflandausbrüche kriege wegen Klubbock. Ich meine, jo, kann ich auch ran. Ich meine, mittlerweile nehme ich überhaupt einen Shiny. Ist mir mittlerweile fast pups egal welches. Hauptsache ich finde mal was. Um die Dürre zu beenden. Und ja, Pokémon mit maximiertem Eintrag haben halt bessere Chancen, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ich wünschte, man könnte Evoli mit den massiven Massenausbrüchen finden, aber nein. Wieso denn auch? Das ist in der Höhle. Das Traunfugil, Nebulak. Wie sieht eigentlich Shiny Wasserquill aus? Das Hisui-Wasserquill? Ja. Das Federkleid wird schwarz. Oh, echt? Ja. Das klingt und, mega. Und ich glaube, diese, ich nenne es jetzt einfach mal Psychomaske, die es über den Augen hat, die dürfte blau werden. Oh mein Gott, das drückt alle richtigen Knöpfe bei mir. Hast du diese Höhle? Alles sieht bläulich aus. Ich dachte gerade, ich habe zwei Shinies vor mir. So, und ich muss jetzt dringend wieder Hyperbälle kaufen. So, wie wär's, Spiel? Wir sind ja jetzt an einem wunderschönen Areal, da könnte doch einfach mal ein Shiny spawnen, ne? Wie wär's? Wär das nicht toll? So, nein, wär das nicht. Alter, ich brauche nur noch 50 Punkte für den 10-Sterne-Rang. Der Schnäppke gefangen, nichts dabei. Was hörst du? Wir schauen uns das Geronimatz an. Ich glaube, in dem Stream werde ich es schaffen, den 10-Sterne-Rang zu schaffen. Würde mich auch gar nicht wundern. Ich meine, so gut wie du dabei bist. Ja. Durch das viele Massenfangen hier. Ja, klar. So, da sind noch mehr Driftlon am See. So, erstmal Zeugs verkaufen und Hyperbell kaufen. Meine ganzen Scheiß hier loswerden, den ich nicht brauche. Natürlich. Da sind noch Otaro, die könnte ich mir eigentlich auch mal angucken. Loch Rex Blizzard, tschüss Rex Blizzard. Hat er mich einfach von meinem scheiß Elch runtergeschmissen, der Affe? Rex Blizzard ist ein Affe? Ich dachte, das wäre ja, so ein mutierter Tannenbaum oder so. Es ist ein rachsüchtiger Geist, der von Tannenbäumen Besitz ergriffen hat. Ich finde die Mega-Entwicklung von dem ja cool. Das sieht einfach aus wie so ein explodierter Weihnachtsbaum. Schon irgendwie. Und ja, mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass die Mega-Entwicklung zurückkehren wird. Spätestens in den Remakes von X und Y. Ich habe die Hoffnung mittlerweile einfach aufgegeben. Bin ja mal gespannt, was für ein Feature sie in Scarlet und Violet hinzufügen werden, weil man im japanischen Logo wieder so ein komisches Zeichen sieht. Ach cool, alle vier Geronimats haben es auf mich abgesehen. Mensch, da lacht das Herz doch, Donnerschlag. Da lacht das Herz, Fox, du bist schon ein echter Meister. Ich muss gestehen, ich mag die neue deutsche Synchro der Star Fox-Mitglieder überhaupt nicht. Echt? Also, mir gefällt sie einfach nicht. Ich war, als ich Star Fox 64 gespielt hatte, habe ich mich an die englische Synchro gewöhnt. Und als ich dann Star Fox 64 3D gespielt habe auf dem 3DS, hatten die plötzlich deutsche Synchro. Ich dachte mir so, nein, ich würde gerne englische Synchro haben und die kannst du mit der deutschen Variante nicht einstellen. Ich find's eigentlich voll cool, dass sie mal deutschsprachige Sprecher genommen haben. Und ich bin froh, dass sie das in Star Fox Zero auch wieder mit übernommen haben. Ich will nicht sagen, dass ich die Sprecher schlecht finde, aber ich
keine Ahnung, irgendwie haben mir die englischen Sprecher einfach besser gefallen. Wobei sie im Kern es klingen würde, als würden die Sprecher, also gerade Fox und Peppy, finde ich, klingen mit ihren englischen Sprechern genauso wie mit ihren Deutsch, als würden die englischen Sprecher einfach Deutsch sprechen. Aber gut, sie haben nicht alle Sprecher von Star Fox 64 3D auf Zero übernommen. Es war bei einem Charakter, wo ich wirklich froh bin, dass sie das abgeändert haben, war bei Wolf. Wolf in Star Fox 64 3D, Alter, der klingt so weich gespielt. Du wirst deinem Vater folgen, Fox. Ja, der klingt so... Hey Einstein, I'm on your side. Der klingt so weich gespielt, der Wolf in 64 3D. Da bin ich froh, dass sie das in Zero ausgetauscht haben. Da klingt er jetzt wenigstens richtig bedrohlich. Henker? Hey Einstein, I'm on your side. Use bombs wisely. Jesus fucking Christ. Alter, das Wasserquill... Das wollte Blut sehen. Mein Blut. Die deutsche Übersetzung von diesem Satz mit Hey Einstein, das ist auch voll witzig. Hey Blindfuchs, ich bin auf deiner Seite. Ich bin auf deiner Seite. Aber ich glaube, im Englischen von 64 3D haben die das auch nochmal abgeändert. Da sagt Falco nämlich Hey Genius. Finde ich es ein bisschen schade, dass sie das nicht 1:1 übernommen haben. Jetzt geht mit Wascherquill hier gleich. Sag los, deine Lauren ist immer noch nicht fertig. Spaß, ich hab die ganze Nachtzeit. Kappa. Ja, du bist. Ich weiß schon, Lee, du scheinst ja sehr ausdauernd zu sein. Kappa, lol, Roffel. Kappa, lol, Roffel. Roffel, Kopf. Ich würde mal grölen, wenn ich den goldenen Kappa hier im Chat finde. Roffelkopter. Roffel. Dann aber wack, stirb. Töte ich dich halt, du Affe. Uwe! Dönerschlag! Ich glaub an dich, Low Pony! Krabbums! Ihr wollt diesem Affen doch nicht etwa glauben! Ihr seid nicht so dumm, wie ihr aussieht! Schön, dass du weißt, worauf ich anspielen wollte. Alter, 4 Alpha-Wascherquill! Holy fuck! Und die haben's alle auf mich. Oh mein Gott! Und keins davon ist shiny. Nee, aber die anderen, nur 3 haben mich gesehen. Alter, ist das heftig! Mich umschwärmen einfach gerade 3 von den Viechern. Die wollen mich bluten sehen. Oh, mein Donnerblitz reicht nicht für einen One-Hit. Das ist problematisch. Das ist zu deutsch. Scheiße. Okay, Brave Bird killt mich aber nicht in einem Schuss. Das ist gut. Schade, kein Shiny Plinfer dabei. Darf ich dann auch mal wieder? Nein? Okay, Wascherquill ist einfach 2-mal dran. Und ich glaube, Loot ist tot. Ja, war irgendwo klar. Die wollen mich looten sehen. Gut, dass mein Team momentan fit ist. Caden, you're next. Let's go. Flambo. Mach kaputt. Mosch kaputt. Hauptsache, einen Vogel haben wir gerupft. Du Flügellama Geier, ich werde dich fertig machen. War das Leon? Warte, nein, Leon sagt, du Flügellama Geier, ich bin der große Leon. Stick to the frog. War das aus Lilith Wars? Das war aus Lilith Wars. Stick to the pond, Froggy. Zurück in den Teich, Fröschlein. Das klingt auf Deutsch aber fast besser als im Englischen. Hm. Weil das so herablassend klingt. So hämisch quasi. Zurück in den Teich, Fröschlein. Ich glaube, im Deutschen sagt Leon, du lahme Ente, kommst mir nicht davon. Manche Sachen kann man halt nicht so gut übersetzen. Vor allem in Lilith Wars, diesen Einsatz von Pigma, den sie ja zensiert haben. Dann, wenn er sagt, Dad screams really good before he died. Im Deutschen schreiben sie einfach, ja, ich habe deinem Vater auch ein Fest bereitet. Ja. Das ist so dumm. Ergibt halt nicht wirklich viel Sinn. Ich finde Shiny Races cool, aber habe niemanden, gegen den ich eins machen kann. Das ist heute auch nur spontan entstanden, weil ich meine Ersatzteil für mein Mikrofon bekommen habe, weil das kaputt war. Und ja. Jetzt habe ich einen neuen Y-Splitter und jetzt funktioniert es wieder.
dass wir hier zusammen Shiny hunten hier jetzt im Stream, das hat sich eigentlich auch nur durch diese Sache hier ergeben. Ich habe das Gefühl, wenn ich eins von den Wascherquill hier jetzt aus dem Leben giete, spawn noch mal ein oder zwei nach. Aber ich hätte jetzt ungern irgendwie alle auf einmal am Sack. Eins würde mir eigentlich reichen. Irgendwas hat mich gesehen und es war kein Wascherquill. Also mir wäre es ganz schön unangenehm, wenn ich auch nur einen Wascherquill an meinem Sack hätte. Ich habe gleich vier. Schneesturmkuchen könntest du jetzt nicht nachlassen, bis ich nicht zumindest noch eins von den Dingern hier aus dem Leben gekickt habe. Sag mal, du kleines Arschloch da unten, lass mich in Ruhe. Also, Rio. Wird man nicht so ausfallend hier. Gerade steht's 1:1. Der gute Smashy hat kurz nach dem Start ein schillerndes Pokémon gefunden und ich relativ im ersten Drittel habe ich meinen Lilminit gefunden und keiner freigelassen. Ja, zum Glück hat das Spiel sich gemeldet. Ey, du bist kurz davor, ein seltenes Pokémon freizulassen. Ich meine, ich hatte gedacht, ich hätte die Sparkles gehört, aber ich war mir nicht sicher. Immer diese Sparkles. Alter, einer hat mich... Okay, nur zwei. Zwei. Ich weiß noch, wie direkt hinter mir, also offscreen, direkt hinter mir, als ich so eine Horde Rihorns fangen wollte, auf einmal direkt hinter mir instant so ein shiny Rihorn auftaucht. Ich denke mir, what the fuck? War großartig. Ich war in dem Moment erstmal kurz so perplex, dass ich gar nicht wusste, was mache ich denn jetzt? Das zweite verfehlt, das ist gut. Darf ich wieder? Nein? Okay, ich nehme gerne noch einen Orkan hin, ist in Ordnung. Aua. Okay, eins ist hinüber. War das ein Massenausbruch mit dem Wascherquill bei dir oder war das nur ein normaler Ausbruch, Wascherquill? Das war ein Massenausbruch, wo so ein Edelsteinchen mit dabei war und plötzlich waren da ganz viele von denen. In welchem Gebiet war das? Frostland. Ach, waren das vorher Geronimats? Das waren vorher Geronimats, genau. Ah, okay. Und danach sind die Wascherquille gekommen und wollten nach meinem Leben trachten. Okay, nochmal Strandgebiet, nochmal eine Chance auf Riolu. Ich würde auch gerne wissen, ob in allen Gebieten Riolu vorkommen könnte. Aber momentan wissen wir zumindest nur hier Strand und Schneegebiet. Okay, mit dem einen Viech lege ich mich jetzt trotzdem noch an, das muss sein. Ich habe Gewalt gewählt. Nämlich das Ding jetzt aber Sturzflug, bin ich hinüber. Kann ich das mit Aquavelle oder Gedankengut? Kann ich irgendwie... Ja, ich kann einen Tempo-Eisstrahl gefolgt von einem Power-Eisstrahl einsetzen, um mir eine Runde dazwischen zu quetschen. Raffiniert. Ryo ist ein ganz schlauer. Aber da stand doch, ich krieg zwei Züge. Warum ist denn da jetzt ein Viech dran? Hä? Was soll das? Das Spiel denkt sich auch, nope. Der CTB verarscht mich gerade. Was soll das? Der hat mir gerade gezeigt, dass ich zwei Spielzüge kriege, wenn ich mit einem geboosteten Eisstrahl angreife. Weiß doch, RNG ist ein Arschloch. Warum lebt da noch ein Wascherquill? Wo kommt denn das jetzt her? Schlumpfhausen, bitte sehr. Ich denke, es hat ernsthaft den Knuddler überlebt. Ableithieb. Der müsste killen. Das hört sich auch irgendwie komisch an. Das hat ein Knuddler überlebt. Ist dieses Wascherquill... Es ist unsichtbar. Da schwebt ein weißer Pfeil vor mir, der mir anzeigt, dass dort ein Pokémon ist. Aber das Wascherquill ist unsichtbar. Guck mal in meinem Stream. Wenn ich jetzt bei mir den Browser aufmache, dann kann es passieren, dass mein kompletter PC abstürzt. Okay, das wäre schlecht, aber diese Chat, ihr seht es, beziehungsweise ihr seht es nicht, aber da sollte ein Wascherquill sein, das nicht da ist. Das ist mir schon oft mit Zoroa passiert, einfach weil mehrmals Zoroa unter einem Felsen gespawnt ist und es da nicht rausgekommen ist. Dieses Wascherquill sollte man sehen können. Es schwebt im Himmel, aber es ist nicht da. Vielleicht ist es vom Spiel so blöd gerendert worden, dass es irgendwo ganz weit oben über dem Himmel schwebt und so. Zutrauen würde ich das, weil ich meine, das Spiel ist von Game Freak entwickelt worden.
Der Pfeil zeigt mir auf jeden Fall, man sieht sogar, nein, es ist tatsächlich vor mir. Es hat nach Erholung angesetzt und du hast diese kleinen Seifenbläschen gesehen, dass es einschläft. Es ist direkt vor mir. Okay, es ist ein aber du siehst es nicht. Es ist ein getarntes Washerquiegel, interessant. Das ist doch doof, warum? Ich wusste gar nicht, dass Washerquiegel hier irgendwie Camouflage-Fähigkeiten haben. Alter, dieses Spiel, ey. Gut, Pokébälle kaufen. Ich sag's ja, Game Freak. Ja, Freak trifft das. Wie viele Massenausbrüche kommen hier am Strand? Was ist denn da gerade los? Machen die gerade alle Urlaub oder was? Sachen noch reinlassen. Dann wieder Sachen in die Box stopfen, weil es so schön ist. Aber die XP-Bonbons sind langweilig. Die finde ich gut. Alter, meine Pokémon sind bald alle Level 100. Ich habe hier einen Seemobs-Schwarm. Mal gucken, vielleicht finde ich einen Shiny. Wäre doch schön. Dann kann ich mein schlechtes Gewissen endlich ausbügeln. Ich höre auch ganz leise bei dir. Durch das Mikrofon höre ich deinen Waschaquill. Jetzt hörst du meinen Waschaquill schreien. Ganz leise. Ja, rotes Sumpfland, du hast mich wieder. So, jetzt sag mir bitte, dass hier irgendwo ein Krypok rumdümpelt, das shiny ist, dann wäre ich glücklich. Waxo! Dom, dom, dom. Natürlich nicht, das wäre auch zu schön gewesen. Wir haben hier Viscora. Mein Viscora flüchtet nicht so schnell. Ich glaube, ich gucke mich bei dem Viscora mal um und pfeife auf die 5 Bären. Kann ja sein, dass wir was kriegen. Dann gucke ich mal kurz bei den Lilminep, die hier irgendwo sind. Nein, ist da kein Brünn gemacht, also ist hier nichts. Aber machen wir den Viscora. Viscora ist wie gesagt relativ handzahm zum Glück. Shiny Viscora! Was? Das ist mir gerade direkt. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Shiny Viscora? Alter, du scheiß Lacker! Ich hatte den, dass ich ziele, habe ich quasi die ZL-Taste gedrückt und habe schon das nächste Pokémon anvisiert zum Werfen und habe wie auf automatisch nur gesehen, dass da ein Shiny geploppt ist und habe direkt was drauf geeignet. Alter, ey, weißt du, der Rüdiger, da kriegt ihr die ganzen Shinies, die ich auch haben will. Erst Riolu, jetzt Viscora. Vor allem scheiße, also, wenn du das jetzt fängst, dann liegst du vorne. Ich hab's gefangen. Okay, du liegst vorne, scheiße. Wie lange hättest du denn überhaupt noch machen wollen? Wir haben jetzt gleich eins. Na, ruhig noch gern länger machen. Es ist Wochenende, hallo? Ja, ich frag halt auch nur wegen meinem Herzblatt, weil die gerade gefragt hat. Aber ich hätte schon noch Lust gehabt, ein bisschen zu machen, aber jetzt halt nicht bis Ultimo. Ich könnte mal bei Vulpix gucken, vielleicht ist da ein Shiny. Mach mal vielleicht noch, sagen wir mal, bis um. Also ich bin noch bis für 1:30 zu haben und dann würde ich sagen, mache ich auch mal Ende, weil dann war halt schon relativ lang. Ja, ich meine nur, irgendwann muss der ein bisschen ruhiger so, sein. Ich hätte jetzt insgesamt bis 2 gesagt, weil maximal bis 2 Uhr tue ich immer streamen. Achso, okay, bis um 2. Ja, dann.
Lass aus der Lippe fallen, Maus. Lass aus der Lippe fallen. So, sag doch, dass du mit ihr. Sag doch, dass du mit ihr redest. Ne, ich hab ja drauf gewartet, was du mir sagst. Nein, ich war auf dich konzentriert. Deswegen frage ich ja dich, ob dir irgendwas vorgeschwebt hat. Ist gut. Okay. So, ich habe das Koramans Layout mit eingefügt. Möchtest du mein Shiny Viscora auch haben? Das ist das schon wieder. Ja, ich will auch Shiny Viscora haben. Ich frage ihn, möchtest du mein Shiny Viscora haben und sie? Ja, streng genommen schon. Ich habe es again. Ja gut, ich weiß nicht, wie schnell du im Scheinjagen bist, Dino. Ich weiß nur, dass ich relativ langsam bin. Beziehungsweise ich gebe mir Mühe, effizient zu spielen, aber ich... Keine Ahnung, ob ich damit jetzt besonders schnell bin oder besonders langsam. Es reicht damit, der gute Smashy und ich auf einer Tempolinie liegen. Aktiviere die Zauberkarte Tempowelt. Tempowelt 2. Scheiße. Burp, burp, burp. Boop. So. Weiches Froschland. Ich speichere mal zwischen. Okay, Mamfaxo. Jetzt gib mir noch einen Shiny Schnecke. Da ist ein Schnäppke. Und Kirlia. Ich glaube, dann gucken wir uns mal Schnäppke und Kirlia. So, ich gucke jetzt mal bei Mashuk, auch wenn das ein Pokémon ist, was ich überhaupt nicht mag. Vielleicht ist ja da ein Shiny. Alter, ich dachte gerade, da ist eins, aber es ist nur das Gefunkel von Erzen, die du zerstören kannst. Spiel gebaitet mich wieder. Hat auch kein Glück. Ich gehe mal wieder raus und gucken. Jetzt müsste ich doch hoffentlich den Sterne-Rang hier erreicht haben. Hallo, Frostlass. Was machst du denn hier? Lassen Sie sich nicht stören. Ich bin hier nur zu Besuch. Ja, ich hab's geschafft, endlich. 10 Sterne-Rang. Nice. Alter, spawnt mir einfach ein Frostlass ins Gesicht. Soldat. Oh, habe ich das auch endlich fertig? Das war so ein indirektes Ziel, was ich nur erreichen wollte. Nice. Okay, die sind weg. Dann knöpfen wir uns doch Kirli als nächstes vor und auf dem Rückweg schnappen wir uns nochmal den Zwotronen. Kommandantin Celestis. Mir Rang 10. Hm? Ich glaube, nur wenn du wirklich laut sprichst, schlägt das Mikrofon arg aus und das meiste übertünsche ich ja eigentlich mehr oder minder. Was ist gerade mit mir gemeint? Wer hat jetzt. Nochmal Smashy. Hast du es gerade mit mir gemeint oder mit deiner Freundin? Achso, nein, sie hat mich gerade gefragt, ob man im Stream sie großartig hört. Achso.
Ein Smashy hört man natürlich. Muss man ja auch. Soll man ja auch. Aber Eddie hört man eigentlich nicht so. 10 Sterne! Bitch! Nice. Ich habe einfach mal 20 Sommerbonbons bekommen. 10 Leistungsfelsen. Okay, bei 20 Sonderbonbons hätte ich mir irgendwie auch ein bisschen mehr vorgestellt. Als nur so wenig. Aber gut. No, right here. Ihr scheiß leuchtenden Felsen. Jedes beschissene Mal. Jebaiten die mich. Denkst du da immer, das ist ein Shiny oder was? Das sind keine Zwotronen im Spiel, das sind Atmurai. Bist du irgendwie blind? Kann ich sein, dass du dumm bist? Da steht wirklich, das sollten Zwotronen sein und hier sind 4 Atmurai. Was? Okay. Das sollte so irgendwie nicht sein. Ich glaube, das Spiel hat gerade irgendwie eine Macke. Ja, dann passt es ja zu uns. Ja. Also, es war einfach alles ein Prank von dem Spiel. It's just a prank. Prank, Bro. Let's go. Go, go, go. Kisui Zoroark, Massenauflauf. Na, warum nicht? Zoroark? Kann man ja mal gucken. Boah. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, wenn schon. Vielleicht ist ja ein Lilanes dabei. Ja. Pokémon freilassen. Ab nach Hause mit euch. Okay, wo ist denn das? Mitten in der Pampa. Das hat sich ja einen tollen Platz ausgesucht. Mitten in der Pampa. Also in der Schlucht unten leuchten mich rote Augen bedrohlich an. Es ist einfach so ein Alpha-Griffel. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Alter, das erinnert mich, als ich Stadium 2 gespielt habe. Und ich glaube, das war im Challenge Cup. Da habe ich gegen einen Schneckmack gekämpft und das war einfach 5 Runden lang in Folge durch Anziehung handlungsunfähig. Wow. Und ich lag einfach im Ecken und habe mich kaputt gelacht. Das sind 4 Zoroark. Will ich probieren, ein paar davon mit Bällen abzuüben? Irgendwie schon. Arsch, ich verrate denn doch nicht, wo ich bin. Wenigstens ein Shiny könnte doch noch drin sein, Spiel. Bitte. Komm, einen nach dem anderen schaffe ich doch. 54. Hau ab Eisstrahl und weg damit. Weiß ich nicht, vielleicht ploppt da ja plötzlich doch ein Shiny Zoroark auf. Natürlich immer cool, wenn man gegen 4 auf einmal kämpft und dann halt alle auf einmal schlägt und dann gleichzeitig 4 neue auftauchen. Mhm. Ist immer witzig, wenn das Spiel manchmal nicht hinterherkommt mit dem Nachladen und es erstmal ein bisschen dauert, bis welche nachkommen. Eins hau ich noch aus den Latschen.
Hast du noch eins gespawnt oder war es das? Oh mein. Mach doch nicht diesen. Wow, gar kein Auflauf. Hättest du mal die Nudeln gekauft. Zwei, drei, vier. Ist immer noch vier. Er ist immer letzter Eisstrahl. Vorletzter. Und danach kommt wahrscheinlich nichts mehr nach. Dann kann ich mich um ein neues Gebiet kümmern. Ja, doch, eins kam noch nach. Join. Wie oft will ich noch versuchen, Spukball gegen Zoroark einzusetzen? Oft genug. Kannst du aber verstehen, man vergisst gern mal, dass es eigentlich ein normal Geisttyp ist. Was, glaube ich, unique ist. Ich glaube, das Typing gab es davor noch gar nicht. Ich glaube nicht. Genau wie Giftdrache eigentlich unique war. Und dann kam Vinicrom und dachte sich so, yo, ich klau mal das Spotlight. Vinicro, eins meiner Favorites von den Ultra-Biesten. Ultra-Bestien. Ich meine, das Ding sieht schon cool aus, aber ich war trotzdem ein bisschen pisst, dass es halt den uniken Typ von Tandrak einfach klauen musste. Weil Giftdrache war bis dato halt einzigartig. Mhm. Hat er jetzt echt mit dem Pixel überlebt? Sauerei. Zoroark hören einfach nicht auf nachzuspawnen. Was ist da los? Richtige Plage. And they don't stop coming, and they don't stop coming, and they don't stop coming. Was ein Auflauf, Luxtra. Das ist witzig, Rüdiger, also Weehawk, der hat einfach mal die komplette Shinux-Evolutionsreihe in Shiny. Okay. Wie hat er das geschafft? Indem er mit seinen Söhnen hier Shiny Hunting gemacht hat. Stimmt, der hat ja zwei mittlerweile. Da war ja was. Stimmt, der hat ja zwei mittlerweile. Mir war nur der eine geläufig, den anderen hatte ich total vergessen, dass er einen zweiten Sohn hat. Eigentlich. Ah, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab's gerade gesagt. Ich hab's gerade gesagt, Shiny Luxtra. Nice. Ja, cool. Geil. Oh Gott, ich muss mich jetzt erstmal anschleichen und es fangen. Ja, gut. Aber ich glaube, Luxtra flüchtet nicht. Ja, aber trotzdem, das sind noch viele andere und ich habe jetzt keinen Bock dagegen zu kämpfen. Ey, ich hab's gerade erwähnt, ey. Ich muss Rüdiger danken. Ich hab ihn erwähnt und seine Shinies und dann taucht es einfach auf. Geschrieben. Okay, wo ist es? Wo ist es? Ich sehe hier viele andere. Oh, es schläft gerade. Und. Bam. Oh, bitte bleib drin. Bleib drin. Come on. Yes. Gefangen. Nice. Shiny Luxtra. Let's go. Haben wir irgendwas Schönes hier? Pachirisu? Hey, erst ein Kill, ja, jetzt ein Luxtra.
glaube, ich nehme das entwickelbare Pachirisu mir mal vor. Ich bin happy. Es steht wieder Gleichstand, Ryo. Beide noch so vor 20 Minuten voll am Rumhalten. Ich hätte mal gerne wieder ein Shiny. Ist das geil. Ja gut, ich habe jetzt ein gelbes Shiny-Pokémon gefangen. Es war mir leider das Falsche, aber gut. Besser eins als gar nichts. Nehme ich mal so hin. Ui, ist das schön, ui, ist das schön. Jetzt rastet das Spiel gleich wieder mit 12 Pachirisus hier aus. Ah, nee, das eine muss ich noch fangen, bevor der Ausbruch sich entwickelt. Dann ist hier Eskalation. Was kriege ich? 4 Alpha Pachirisu? Yo! Alpha Pachirisu en masse. Es ist ein weibliches Shiny Luxtra. Guckt euch dieses wunderschöne Girl an. Mit allen wollte ich mich jetzt eigentlich nicht auf einmal anlegen, aber ich schätze mal, ich habe wohl keine Wahl. Nice. Nice, nice, nice. Shiny Luxtra. Like it. Boah, Alter, ich krieg das Ding nicht mal in einem Schuss auseinandergenommen. Was ist denn da los? Ah, nee, das ist mir ein bisschen zu anstrengend gerade. Ich mache mich mal aus dem Staub. Bis sie sich wieder beruhigt haben und probier's von vorne zu fangen. Erst so kurz. Noch was? Nee, da kommt nicht noch mehr. Fein, dann können wir uns aus dem Staub machen und nach der nächsten Sache suchen. Schade, wäre sehr cool gewesen. Gibt's denn hier noch irgendwas entwickelbares? Könnten nochmal Aufläufe, wollte ich sagen. Könnten die nochmal kommen? Kam schon lange nichts mehr. Natürlich.